Ja, durchaus natürlich eine Option mit sehr, sehr schön kleinem Köder auf gar nicht mal so kleine Fische zu gehen. Quasi Ultralight angeln ohne Ultralight angeln. Also, mit einem ultraleichten, sehr, sehr kleinen Köder hier am Koori einfach mal probieren. Ich weiß noch, auch als der Koori noch die alte Form hatte, hieß es allen, ja, Koori und Ultralight ist immer eine Option, kann man machen. Und es ballern da auch immer wieder ganz nette Brocken rein. Ich bin hier gerade schon hingedüst, es war gerade in den Abendstunden, wo ich hier hingedüst bin. Und hab dann ein bisschen probiert, dann wurde es allerdings dunkel und in der Nacht und Topwater, da ist es dann halt nicht so gut, da macht es nicht so wirklich viel Sinn. Heißt also etwas, was man schön, ja, ich sag mal bei vernünftigem Wetter, glaube ich, ganz gut machen kann. Sonnenschein oder leicht bewölkt, da geht das, glaube ich, noch ganz gut. Und dann hier einfach mal am Koori auf Topwater. Und wenn ihr euch denkt, ja geil, Alter, da zieht er jetzt ja schön hier den 400 Gramm und den 300 Gramm Brocken raus. Lübt ja richtig bei ihm. 5 Kilo war auch gerade schon dran. Also, es gehen auch die etwas größeren rein. Und es wurde hier, und das hatte ich halt gerade gesehen, es wurde hier auf diesem Köder auch eine Regenbogenforelle gefangen. Und das macht das Ganze natürlich dann doch nochmal wieder deutlich interessanter. Regenbogenforelle, übelst selten und schwierig zu fangen. Und ich denke, ja, einfach so easy peasy beim Schleppen. Ich werde wahrscheinlich auch gleich nochmal ein bisschen hin und her brettern hier und schleppen. Andererseits muss ich sagen, ich habe auch echt Bock, hier vielleicht in diesem Jahr am Koori mal auch mal wieder ein bisschen was anders zu machen. Heißt also, ich habe ja in der Vergangenheit hier natürlich hauptsächlich geschleppt. Und ja, jetzt muss man da auch vielleicht mal ein bisschen anders rangehen, damit man auch mal die Brocken bekommt, die einem hier vielleicht auch noch fehlen. Vielleicht ist ja die Angelmethode, die man seit Jahren verwendet, auch gar nicht so ideal. Man denkt sich immer, ja geil, Alter, so und so, hat auch immer ganz gut geklappt. Tja, aber vielleicht muss man einfach mal ein bisschen was ändern, um die letzten noch fehlenden Fische rauszuziehen. Tja, und eine Änderung wäre dann zum Beispiel hier am Koori nochmal mit gänzlich anderen Ködern ranzugehen. Ich habe auf den Schlepprouten, das haben wir hier einmal eben zusammengebaut, ganz klassisches Setup fürs Schleppen jetzt hier gerade drauf. Das wäre jetzt meine übliche Art und Weise hier lang zu brettern. Mit dem Boot, mit dem Dodger Crank, mit guten Haken. Hier die 2-0er, die passen ganz gut drauf. Man kann auch irgendwie 1-0er nehmen. Ich glaube, das reicht auch völlig. Und dann 15 Kilo Vorfach. Und hier reicht tatsächlich dann auch die 15 Kilo Schnur. Das haben wir jetzt hier in einem guten Verhältnis. Dann haben wir hier ausreichend Meter Schnur drauf. Könnte man theoretisch auch vom Land aus verwenden. Mit 500 Meter Schnur ist man hier gesegnet. Also ausreichend drauf. Ja, das wäre jetzt klassisch. Und wie ich es jetzt gerade mache, das ist vielleicht nicht ganz so klassisch. Es ist auch vom Setup natürlich wieder komplett übertrieben. Ich habe hier jetzt gerade eine Monoschnur drauf, einfach ein bisschen weniger Verschleiß auf dem gesamten Setup. 19 Kilo Mono, 15 Kilo Fluorocarbon als Vorfach. Schön transparent. Um die 12 Kilo juckt mich die ganze Zeit zu verwenden. 12 Kilo habe ich eigentlich viel eher noch im Sinn, aber ich teste erstmal ein bisschen höher und probiere den Köder aus und gucke, was ballert rein. 15 Kilo könnte durchgebissen werden von einem Hecht mit über 7 Kilo, beziehungsweise könnte sehr leicht durchgebissen werden von einem Hecht mit über 7 Kilo. Und da so ein Hecht mit über 7 Kilo gar nicht mal so häufig ist, ja, muss ich das halt erstmal ein bisschen testen und gucken, was denn hier so anbeißt. Wenn jetzt hier viele Hechte draufgehen würden auf den Köder, würde ich, glaube ich, zack, würde ich, glaube ich, nicht so schnell, komm ran hier, nächste Seewand schon wieder, krass, würde ich, glaube ich, nicht so schnell von der Größe runtergehen. Und wenn jetzt hier gar keine Hechte reingehen,
dann gehe ich durchaus einfach nochmal feiner rein. Heißt also erstmal ein bisschen sicherer testen und dann immer noch locker runtergehen. Seewandforelle, das war jetzt gerade nicht die erste. Und das ist auch gut so. Gerne auch mehr Seewarnforellen. Seewarnforellen tendenziell eher ein bisschen scheu unterwegs. Da hat man durchaus größere Chancen, eine zu fangen, wenn man da feiner unterwegs ist. Vielleicht sogar auch unter 10 Kilo vom Setup her. Also richtig schön fein, fast ultraleitmäßig ruhig unterwegs sein. Hebt deutlich nochmal die Chance auf die Seewarn. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu schnell fast unterwegs. Ich kann auch, glaube ich, ein bisschen langsamer hier gieren. Mit dem Topwater und vielleicht noch ein bisschen längere Pausen machen. Das werde ich gleich nochmal testen, weiter auswerfen. Wobei halt so ganz weit auswerfen muss ich ja nicht. Ich bin ja hier gerade an dieser Stelle hier, wo diese 2 Meter Kante ist. Also wir haben hier 2 Meter. Ich treibe gerade ein bisschen hier runter. Ich war eigentlich hier vorne. Ja, der Wind kommt aus meinem Rücken sozusagen. Und ich teste gerade diese Kanten. Also, hier ist so eine Kante, so eine Anhöhe auf 2 Meter. Und ich habe gerade hier lang geworfen, an dieser Kante entlang. Und jetzt werfe ich eigentlich gerade hier so runter. Das heißt also nochmal mehr in die Richtung ein bisschen drehen. Und dann hier schön an der Kante entlang. Zack. Und dann mal gucken, was sich denn hier vielleicht so an der Kante auffällt. Und vielleicht ist das ja genau so eine gute Ecke, um jetzt hier an der Kante entlang zu gieren. Mit den Topwatern, gerade auf der anderen Seite, wie gesagt, die so quer rüber geht, wo ich gerade stand, da war das schon ganz gut. Da sind einige reingeballert. Zack, da geht der nächste rein. Vielleicht irgendwas Kleines auch wieder. Klar, Zwergmarine, wieso auch nicht. Aber das ist jetzt halt gerade so die Idee, an den Kanten entlang zu ziehen. Zack, der nächste. Also zwischen den tiefen Stellen und den Untiefen, die dann vielleicht mal nur so 2 Meter betragen. So. Ja, und bisher war das schon gar nicht so schlecht. Zack, der nächste. Und wie gesagt, auch zwischendurch die etwas größeren Brocken. Also es ist nicht nur Kleinkram hier auf den kleinen, auf den super kleinen Köder. Es ist der Popper, der 4 Gramm, oder jetzt habe ich ihn ein bisschen aufgewertet, auf 5 Gramm mit größeren Haken. Der, zack, da kommt der nächste. Das ist halt das Geile, ne? Man sieht, wie sie hier angeschossen kommen. Das ist das absolut Geile. Gerade hier am Koori. Wettermäßig übrigens auch gerade ganz interessant. Es ist gerade mal wieder eine ganze Woche, zack, der nächste. Ich glaube, eine ganze Woche über unter 10 Grad. Das heißt, sehr, sehr kühle Temperaturen. Das ist für mich immer so ein Anreiz zu sagen oder überhaupt erstmal zu überlegen, alles klar, mehrere Tage in Folge sehr kalt. Dann teste ich doch gerne mal auch ein bisschen hier am Koori. Wie gerade schon gesagt, ich werde höchstwahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen schleppen gehen mit dem gerade gezeigten Setup. Auch das immer wieder lohnenswert. Speziell dann hier diese Linie hier sozusagen. Ne? Einmal hier lang. Vielleicht hier dann wenden, dann nochmal hier so rum und dann geht es hier wieder lang. Oder einfach hier diesen Kreis, zack, zack, einfach um die Insel hier herum. Auch das natürlich eine Möglichkeit. Ein bisschen weiter auswerfen wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ich bin jetzt hier gerade mit dem übertriebenen Setup halt hier gerade unterwegs, weil ich hier eben auch noch Plus habe auf Spinning. Es gibt ja sonst keine Pluswerte, die Topwater bevorzugen, beziehungsweise irgendwie einen Bonus auf Topwater, das gibt es ja leider nicht. Deswegen verwende ich jetzt gerade auch nochmal hier die Route, die hat immerhin nochmal ein plus 10%, da kam noch einer angeschossen, auf Spinfischen. Ja, von den Fischen her, gucken wir mal eben, sortieren wir mal gerade nach Gewicht, 5,3 Kilo gerade die größte Seefo. Zweimal hier Seewarnforellen um 1,5 Kilo, auch das ist schon ganz okay. Wenn da jetzt ein bisschen was Größeres reingeht, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Grundsätzlich muss ich sagen, es macht einfach jetzt schon Bock, ne? Also ohne Scheiß, es macht wirklich jetzt schon Bock. Wenn man schon sieht, wie die hier angeschossen kommen, die Brocken, ist es schon ganz geil. Was mir jetzt ein paar Mal schon passiert ist, ist glaube ich gerade schon wieder passiert. Manchmal vertüdelt sich, ich muss mal eben gucken, manchmal vertüdelt sich irgendwie der Köder, dann springt das irgendwie, als ob der so hinten am Wasser hängen bleibt oder was. Ganz, ganz weird.
Na, jetzt geht's gerade wieder normal. Ist vorhin auch schon mal ganz kurz passiert. Dann macht das auch einmal so ein Springer irgendwie so. Und platscht es einmal. Keine Ahnung. Wir gucken mal gerade rein hier ins Detail. Das ist er. Sechser Haken hier drauf. Sechser Haken ist, glaube ich, gewichtsmäßig ganz okay. Größenmäßig schon heftig übertrieben. Ich glaube, das sind die größten. Nee, wir gehen sogar bis 2,0 groß. Okay, das ist heftig. Sechser Haken, würde ich sagen, ist größenmäßig noch ganz okay. Es ist schon übertrieben. Ne? Das Verhältnis Ködergröße und Hakengröße ist schon wirklich übertrieben. Aber ich glaube, das passt noch ganz gut. Fürs Ultralight-Angeln, für meine Ultralight-Route ist der schon ein bisschen zu schwer. Deswegen habe ich dafür extra einen, der unter 5 Gramm ist. Der ist dann halt, wie gesagt, eine Nummer kleiner. Andere Farben durchaus, natürlich auch durchaus möglich, andere Farben einfach zu testen. Ich teste jetzt erstmal eine Weile den hier. Der funktioniert halt auch super auf Forelle, zum Beispiel an der Tunguska. Vielleicht ballert ja hier noch die Regenbogenforelle rein. Nächste Area, die ich übrigens teste, da werde ich dann gleich hier nochmal ein bisschen weiter brettern. Das wird dann hier hinten sein. Ich weiß noch nicht ganz genau, entweder hier in dem Bereich oder tatsächlich hier diese Kante, dass ich mich hier irgendwo hinstelle. Vielleicht stelle ich mich einfach hier hin, kann in die Richtung und in die Richtung werfen. Gucke ich gleich mal. Ja, ihr seht, so ein bisschen Pause machen schadet nicht. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen kleiner rein. Das heißt, ich gehe auf 12 Kilo runter. 12,7, 30 cm Vorfachslänge. Nicht ganz so ewig lang. Bremse wieder ein bisschen runter. Und dann hier einfach ein bisschen lang zu. Zack, instant. Und schon wieder abgehauen. Das war irgendwie ein kleiner. Und der nächste. Guck mal da. Das Ding ist sogar wieder ein bisschen größer. Und das Ding hat Bock. Alter Falter, ey. Aber ist eine olle Sefo. Leider. Leider nur die Sefo. Aber ist okay. Aber ist doch okay. Wenn die hier, guck mal, in der Größe, ne? 3,9. Wenn die einfach hier auf so einen winzig kleinen Köder reinschießen, ist doch nice, ey. Rausgeworfen, vielleicht mal ein bisschen warten. Und dann machen wir hier kleine Zuppler. Und das Gieren ist auch schon da, perfekt. Halbe Umdrehung ist es quasi nur, ne? Also Einholgeschwindigkeit 50. Mit Shift jetzt gerade. Aber ohne geht auch. Muss man aber ein bisschen testen, je nach Rolle. Ich will gar nicht so ganz lange Wege machen, sondern nur einen ganz kleinen Zuppler eigentlich machen. Und dann zwischendurch halt, wie gesagt, ruhig ein bisschen warten. Und ich scanne eigentlich die ganze Zeit hier weiträumig ringsherum schon die Area, ob ich da irgendwo was schimmern sehe. Denn die Fische kommen ja meist halt wirklich aus einem größeren Umkreis von Entfernung angeschossen, aus der Tiefe angeschossen. Also das sieht man hier gerade am Koori halt super gut. Gerade wenn man halt anfängt mit Spinning, ist das hier ideal. Ich hatte ja vor Jahren diesen ultimativen Spinning Guide, zack, auch hier gemacht. Einfach weil man hier so gut sehen kann. Erstmal wie die Köder sich verhalten. Das Verhalten des Köders ist ja auch sehr interessant, dass man eben da versucht, dem Köder wirklich irgendwie je nach Köderart so ein bisschen Leben einzuhauchen und dann natürlich auch zu gucken, wie verhalten sich die Fische, wie beißen die an, was machen die nach dem Anbiss, wie drehen die sich. Man hat zum Beispiel bei einem Hecht, hört man das häufig, dass die ziemlich von, zack, guck mal da, von unten, jetzt kommen die angeschossen, attackiert, das war jetzt übrigens ein Ausschlitzer, der nicht markiert ist, ausgeschlitzt, als ausgeschlitzt markiert, gezählt, aber nicht markiert. Wir waren beim Hecht. Zum Ausschlitzen kommen wir gleich nochmal. Aber das beinhaltet das auch, das Hecht. Da, zack, der nächste. Hecht und Topwater kann manchmal heftig sein, weil der Hecht irgendwie sehr steil von unten ankommt und sich versucht dann irgendwie erstmal umzudrehen. Und wenn man dann schon schnell anschlägt, reißt man dem Hecht manchmal den Topwater quasi direkt wieder aus dem Gesicht. Da hat es vor Jahren, wo ich viel mit Topwater unterwegs war, auf Hecht, hat es geholfen, die Bremse deutlich runter zu machen. Zack, guck mal da. Und ein bisschen zu warten und erst wenn er ein bisschen weggezogen hat, dann erst anschlagen. Ne, also wenn euch das passiert, ihr habt vielleicht nicht ganz so gute Haken dran, wenn euch das regelmäßig passiert, also auswerfen, zack. Ich mache mal jetzt die Bremse extra runter. Und ihr seht, da kommt einer an, er frisst den Köder.
zieht damit ab und ihr schlagt schon vielleicht einmal irgendwie an oder ihr fangt an einzukurbeln und er flutscht dann immer wieder raus, dann echt extra nochmal ein bisschen warten, erst ein bisschen ziehen lassen und wenn er dann ein bisschen abgezogen ist, dann die Bremse hoch, zack, nochmal richtig schön reingehen, so einen kleinen Schlag irgendwie reinsetzen, da kommt der nächste, also so in die Art jetzt hier, also Bremse hoch, zack, nochmal so einen Schlag zur Seite und dann ran hier. Nächste Seewahn, sehr schön. Da kann auch gleich gerne mal eine große reinballern. Hätte ich auch noch Bock drauf. Ist kohlemäßig immer sensationell. Also, das halt zum Ausschlitzen. Wie gesagt, beim Hecht war es bei mir richtig viel. Ich hatte lange Zeit, sehr, sehr lange Zeit mit Topwater am Ladoga geangelt. Auf Hecht. Und da war damals der Hecht auch noch sehr attraktiv, auch kohlemäßig. Und ja, jetzt wie gesagt hier am Kuori kann man das eben auch nutzen, wenn man viele Ausschlitzer beim Anbiss hat. Aber wie gesagt, von der Frequenz her und von allem, ich bin jetzt schon total zufrieden. Vor allem macht es Bock. Es macht einfach Bock zu gucken, wie die Viecher hier ankommen, wie die ankommen, wie die reinschießen. Manchmal ja sehr schnell, wenn die irgendwie von vorne kommen. Manchmal halt eher von der Seite. Ich muss gleich mal gucken, wo ich jetzt schon hingetrieben bin mit der Strömung. Und auch wichtig, jetzt hier so kurz vor Ende auch nochmal ein bisschen drin lassen. Auch da kann halt kurz vor Ende nochmal einer kommen. Wobei es schon, ich habe immer das den Eindruck, wenn die Schnur halt irgendwie relativ kurz ist, dann ist auch irgendwann Sense. Also dann ist auch echt irgendwann vorbei. Als ob die irgendwie bei einer sehr kurzen Schnur nicht mehr anbeißen wollen. So, ich werfe nochmal ein bisschen nach da hinten. Wir wollen ja ein bisschen testen. Theoretisch jetzt natürlich auch noch verschiedenste andere Köder. Aber man muss sich ja auch so ein bisschen konzentrieren auf die wichtigsten, ja, beziehungsweise auf die Basics vielleicht erstmal. Entweder man sucht erstmal einen Spot oder man sucht erstmal Köder. Theoretisch, bam, das ist halt so geil. Theoretisch müsste man eigentlich echt hier an dieser einen Stelle erstmal, ja, ich anker ja jetzt hier, aber eigentlich vielleicht erstmal 2-3 Tage stehen, ne? 2-3 Tage, immer die gleiche Stelle, gleiches Setup, next. Gleiches Setup und dann einfach aber auch erstmal testen, was geht hier auf welche Köder. Welche Farben sind interessant und so weiter und so weiter. Aber ohne Scheiß, es macht jetzt schon Bock, ne? Jetzt ändert sich übrigens gerade das Wetter. Guck mal da war wieder so ein Ding. Was ist denn das? Als ob ich da irgendwo gegenballer. Ne? Beim Gieren. Und jetzt kommt das, jetzt doch, jetzt ist er wieder im Gieren drin. Beim Gieren ballert das Ding irgendwo gegen. Was ist denn ditte? Da ist einfach so ein Pixel auf dem Wasser. Und so ein Pixel sagt dann auf einmal, nee, Alter, du kommst hier nicht vorbei. Naja, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, spaßige Sache. Kohlemäßig könnte das auch ganz okay sein. Zack, da geht gerade der nächste rein. Ja, sieht schon ganz okay aus. Wie gesagt, dafür, dass es hier ja, dass ich ja vom Setup hier relativ entspannt auch unterwegs bin, gehen die Brocken ja auch relativ schnell raus. Und kann man, glaube ich, ganz gut machen. Ne? Schön mit dem Topwater. Ja, wie gesagt, jetzt noch die anderen Topwater kann man natürlich auch noch testen. Die selbst gebastelten Topwater. Also, ich kann sagen, ich würde sagen, also der ganze, bald eine ganze Woche kann es ja hier stehen und einfach mal testen. Auf die Dinger, je nach Wetter und Co. Jetzt vielleicht ein bisschen aggressiver, ein bisschen greller von den Farben reingehen. Nehmen wir vielleicht mal den roten oder hier so einen gelblichen noch mit. Zack, auch den einfach mal raus. Wie weit werfe ich hier gerade aus? 10, 15 Meter maximal. Und dann mal gucken, was denn hier auf die verschiedenen kleinen Köder so reingeht. Ja, Regenbogenforelle ist halt das große Ziel. Ich gucke gerade nochmal eben rein. In den wöchentlichen Rekorden hatten wir das, glaube ich, hier schon gesehen. Wo ist der Brocken? Erregen. Da ist er. Genau. Da ist er. Ja, Klassiker. Auch ein Klassiker. Also das sind hier tatsächlich sehr klassische Köder. Natürlich der selbstgebastelte Balsamino 75 006. Das ist wie gesagt jetzt der Sechser in diesem bräunlichen Ton. Und der blaue, absoluter Klassiker, habe ich auch gerade hier auf meinem Schlepp-Setup drauf.
Also den immer wieder testen, gerade auch bei diesen kühlen Temperaturen. Mega gut. Ja, jetzt haben wir ja auf einmal noch Regenwetter. Es wird also gerade wieder wild. Ich teste erstmal weiter. Da kommt der nächste Brocken. Zack, komm ran hier. Petri Lümmels, zieht einfach mal raus. Testet doch auch einfach mal. Ich bin gespannt, was da bei euch geht. Vielleicht auch einfach mal andere Köder testen. Und gerne auch, zack, der nächste. Gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, welcher Köder bei euch am besten funktioniert hat. Damit wir da so eine kleine Infoliste haben, was am besten läuft bei euch. Und dann kann man ja schon mal reingucken, ja, was denn so ging. Also, bei mir momentan Popper 006, der kleine mit 4 Gramm. Natürlich, der aus den Rekorden gerade nochmal nachprobiert. Ja, kann man machen. So, kurzer Einschub nach dem ganzen Testen. Eine Stunde ist jetzt rum. Gerade eben nochmal schöne Seewein reingeballert. Ich war zuletzt mit dem Hopper, dem kleinen Hopper in so silbrig-grün, das ist der Einser, unterwegs in der Nähe vom Campingplatz. Auch da hat es nochmal richtig gut reingeballert. Viele, viele Seewarnforellen. Also Seewarnforelle bis 3,4 Kilo sogar. 9 Stück insgesamt. Kann man also machen. Das war jetzt zuletzt hier an der Stelle. Hier stand ich, habe hier so in diesem Bereich hingeworfen. Also Seewarn geht also auch rein. Das nur als kurzer Einschub. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, hilft mir. Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.